Herein. Ah, guten Morgen, Herr Scheck. Sie sehen ja schrecklich aus. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Also, Sie werden heute einmal wieder eine Schule prüfen. Stellen Sie sich bitte darauf ein. Sie gehen ans Kurfürst-Friedrich-Gymnasium in Heidelberg. Gehen Sie frisch ans Werk. Und Herr Scheck, bitte mit der entsprechenden Haltung. Gut, ich erwarte Ihren Bericht. Die Uhr tickt, Herr Scheck. Die Uhr tickt, Herr Scheck. Die hat überhaupt keine Ahnung, was das bedeutet. Die muss nicht bis um 19 Uhr jetzt noch irgendwelche blöden Büroarbeiten machen. Ja, guten Tag, Herr Scheck. Ich freue mich, dass Sie den Weg zu uns ans KFG gefunden haben. Ich freue mich auch. Sie sind? Michael Alperowitz. Verzeihung, ich bin etwas in Eile. Ich muss in die Turnhalle. Ich begrüße heute unsere Austauschschüler. Austauschschüler? Das ist ja interessant. Von wo kommen die? Also, die heute, die kommen aus Frankreich und den USA und ja, in etwa 2 Monaten. Da kommen sogar welche aus China und aus Irland. Ach was. Kommen Sie mit. Schauen Sie sich nur dieses wunderbare historische Treppenhaus an. Es ist denkmalgeschützt. Und wenn Sie nachher durchs Haus gehen, dann machen Sie einfach ein paar Türen auf von den Klassenzimmern. Also später, Herr Schick, da bin ich im Büro. Da kommen Sie einfach zu mir und dann haben Sie Gelegenheit, alle Fragen zu stellen, die Sie wollen. Aber jetzt muss ich wirklich weg. Entschuldigen Sie mal. Können Sie freundlicherweise einen Augenblick lang hier warten? Was? Wir arbeiten gerade an einem Kunstprojekt. Sehen Sie? Die Bauhaustreppe. Neu interpretiert. Interessant, ja. Du schneidest die Treppe der Zukunft hinauf. Das muss man auch sehen können. Also nochmal. Ihr seht die Geraden laufen unendlich durch den Raum und die Richtungsvektoren. Entschuldigung. Suchen Sie was? Kann ich Ihnen helfen? Ja, ich suche einen ich suche einen kleinen Jungen einer Legionärs. Ach, vergessen Sie es. Entschuldigen Sie die Störung. Gut, also wie auch immer. Um auf die Geraden zu kommen, brauchen wir die Ortsvektoren und sonst haben wir dann die Richtungsvektoren, die uns dann den Weg, die Geraden entlang geben. Das kann nicht sein. Entschuldigung. Entschuldigung! Jetzt bleib mal stehen! Okay, hab ich dich. Jetzt mal ganz langsam. Was machst du da eigentlich, du und dein Freund? Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Sag mal, geht's dir noch gut? Willst du mich jetzt hier irgendwie veräppeln? Da läuft so ein alter Mann durchs Schulgebäude und den nehmen wir mal hops, indem er glaubt, dass irgendwelche Ritter hinter dem herlaufen. Ich raste aus. Ich pack's nicht mehr. Ja, die ganze Zeit überprüfen Sie jede Schule, überprüfen Sie diese Schule, gucken Sie mal das nach. Den ganzen Jahren, in dem ich diesen verdammten Job mache, ist mir das noch nicht untergekommen. So, du erklärst mir jetzt einfach und deutlich, was du hier mit diesem Unsinn machst. Ich weiß ja nicht, was Sie erlebt haben, aber ich muss jetzt in die Theater-AG. Ich bin schon ein bisschen spät dran. Theater-AG. Oh Mann, du. Tut mir leid. Ich meine,
ist ein schönes Kostüm. Ja, was machst du da? Ist das ein Ritter? Ist das ein Römer? Ist das ein Grieche? Mein Name ist Tristan, aber wenn ich diesen Helm aufhab, bin ich Apollodoros. Alles klar, Tristan. Okay, ich meine Apollodoros. Was ist das? Macht ihr eine Probe, eine Aufführung? Kann ich vielleicht vorbeikommen? Sicher, ein bisschen Publikum schadet nie. Kommen Sie doch einfach zur Generalprobe von 11.30 Uhr bis 12 Uhr. 11.30 Uhr, ja. Ja, das könnte ich einrichten. Alles klar, ich komme vorbei. Cool. Gut, ich erwarte Sie in Raum 401. Okay, danke. So, dann wollen wir doch mal sehen. Herr Scheck, mein Name. Ich bin Schulprüfer. Dürfte ich kurz bei Ihnen zuschauen? Physikstunde wird es mal wieder spannend. Es wird sehr spannend, ja sogar hochspannend. Wir beschäftigen uns heute mit Phänomenen der elektrischen Hochspannung. Da stehen dann ja mal die Haare zu Berge. Generell sehr gespalten, wir haben Black Lives Matter und so, und da muss man eigentlich an den guten Sachen in Amerika festhalten und gerade so versuchen, das Schlechte auszutreiben. Wenn man diese Probleme wirklich lösen will, muss man denen sich auch einfach stellen, ohne wirklich Angst davor zu haben. Wir wollen mithilfe unserer iPads und unserer kleinen Robotabelle heute erste Algorithmen implementieren. Los geht's. Nee, bei der Kollision fährt er dann zurück. Hey, das ist auch schon mal. Man kann da sich anzeigen lassen, wo der lang fährt. Ja. Okay. Nous allons vous raconter la fable de Jean de La Fontaine, le loup et l'agneau. En 1668, La Fontaine a publié ses fables, dont une est celle de loup et l'agneau. Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange, sans autre forme de procès. Wir brauchen eine helle Flamme. Das wird uns noch beim Bunsenbrenner interessieren. Da haben wir dann die blaue Flamme und die gelbe Flamme. Wir brauchen jetzt hier eine gelbe Flamme. Nee, löschen! Schütteln! Meine Seite, Nase! Gut, Valetes? Optime Valetus. Bene. Et ubi Quintus est? Quintus mortus est. Quintus mortus est. Quintus dultus fuit, iusis mis restritit, et capite fuit, quae miseria nunc i. Peregrinum abducite. Barbarus males et olentes non videre cupio. O Caesar. Asportate. Inducite alterum peregrinum. Salve. Here. Quitticus. Here.
Verba istius non intellego. Que lingua est de logitur? Puto istu lingua greca loqui, o Caesar. Nunc intellego, salvos, quid mihi feras? Unoma moi est in Apollodoros. Basile eion parson, ton basile eion ferro. Calisten caede notaten, cae sophotaten Cleopatran. Faneros soll nun auten. Ara potume, o Kaiser. Die Immortales, verba istius non intellego. For mihi et imperium augendum est, ut non in culto modo disputare possem. Num nemo est, qui verba istius in lingua latinam convertere posset. Equidem possum. Interrogavit, num tuum, o Caesar, paratus esse Cleopatram, pulcherrimam pudentem potentem spectare. Oblita est eam modestam appellare, re vera es. Sum, non veni autem ut vane longquerere, de rebus gravibus nobis disputandum est. Oh, de rebus gravibus disputandum est, minime dissentio. Vigilie, discredite, hominem qui lingua mira logitur, vobis docite. Das war toll so. Genau so müsst ihr es machen. Unsere glorreiche Kleopatra. Augenscheinlich, mein Herr. Sag mal, ist das normal an eurer Schule, dass ihr Theaterstücke in Latein und Griechisch aufführt? Nein, nein, um Gottes Willen. Meistens auf Deutsch oder auch auf Englisch. Aber es ist praktisch, weil wir hier sowieso Latein und Griechisch lernen. Deswegen, warum sollen wir kein Theaterstück in diesen Sprachen spielen? Nicht wahr? Ich meine, das liegt schon fast auf der Hand, ne? Also, eine alte Schule, altsprachliches Gymnasium, ich meine dann noch eine Theater-G und dann eine Kleopatra. Da kommt ja eins zum anderen. Ja, ich heiße übrigens Janset, aber mit Kleopatra kann ich mich auch anfreunden. Darf ich erfahren, was Sie da schreiben? Ach das, das ist nur ein Bericht über den Tag heute. Alles Routine. Ah, Routine. Das klingt irgendwie langweilig. Ja, schon. Ich meine, das gehört ja zum Leben dazu. Und ich meine, das ist an einer Schule ja nicht wirklich anders. Man hat manchmal einfach keine Wahl. Das würde ich jetzt nicht so sagen. Wie meinst du das? Also, ich meine, ja, klar, es gibt diesen Alltag. Und es gibt auch dazu vieles Zeug, was nicht so viel Spaß macht. Aber ich denke, außerhalb dieses Rahmens kann man vieles selbst in die Hand nehmen. Von Montag bis Freitag bin ich dazu verpflichtet, in die Schule zu gehen. Aber bin ich dazu verpflichtet, Theater zu spielen? Nein, das ist meine Entscheidung. Ich bin froh, dass mir überhaupt diese Möglichkeiten geboten werden. Ich kann selbst entscheiden, wie ich mich entfalten will. Ich meine, was gibt's Schöneres? Das stimmt. Sag mal, bist du außer von der Theater-AG noch in irgendwelchen anderen AGs drin? Ja, seit kurzem rudere ich auch. Es ist gleich hier unten auf dem Neckar. Es ist echt schön. Im Sommer glitzert der Neckar, im Hintergrund ist das Schloss. Das hat schon was. Also es gibt noch andere AGs, aber für mich reichen diese zwei. Verstehe. Und ich meine, bei den Sachen, die du nicht so zu 100% aussuchen kannst, so der Unterricht, die Lehrer. Ja, okay, das ist eine schwierige Frage. Natürlich gibt's Themen, für die ich mich nicht interessiere. Und ich könnte nicht jeden Lehrer als meinen besten Freund bezeichnen, aber das ist okay so. Das verlangt ja auch niemand. Und wenn wir mal ein Problem haben, dann klären wir es beim Schüler-Lehrer-Fußball. Im Großen und Ganzen bin ich aber zufrieden. Entscheidend hier ist, dass der Mensch im Mittelpunkt steht. Humanismus eben. Und abgesehen vom System Schule lernt man eben das hier am KfG. Also da versteht man die Welt, sich selbst und sich selbst auch zu hinterfragen. Das prägt den Charakter und hilft auch im Leben. Das ist ja schon was Besonderes. Wirklich? Naja, Sie sind hier der Schulprüfer.
Ich würde sagen, dass wir deswegen aber auch einen besonderen Umgang miteinander haben. Eine echte Gemeinschaft halt. Das klingt schon sehr erwachsen. Das klingt eigentlich wie eine Liebeserklärung an deine Schule. Ich glaube, Herr Perowitz, der wäre zu Tränen gerührt, wenn er das hören würde. Ach ja? Ja, sicher. Ich denke, man ist selbst dafür verantwortlich, was man aus Situationen und dem Gegebenen macht. Und ich denke, hier hat man echt schöne Möglichkeiten. Es geht definitiv auch anders. Sie sehen ja schrecklich aus. Die Uhr tickt, Herr Scheck. Ich habe noch eine Frage an dich. Ich meine, apropos Erwachsen. Was willst du eigentlich mal machen, wenn so deine Amtszeit als legendäre Herrscherin vorbei ist? Oh Mann, ich bin echt unentschlossen. Viele Türen stehen offen. Da ist es echt schwer, sich zu entscheiden. Manche studieren Medizin, andere Physik. Andere werden Schreiner und manche werden Filmemacher. Ich denke, das reicht erstmal. Vielen Dank. Ich habe mir ein paar Sachen notiert und ein paar andere Sachen gemerkt. Und du behältst bitte deine positive Einstellung bei. Das werde ich machen, Herr Scheck. Und bloß nicht die Routine zum Lebensmittelpunkt machen. Ach, der Herr Prüfer. Ich wollte mich bei Ihnen verabschieden. Ich konnte mir ein Bild machen. Darf ich fragen, wie es Ihnen bei uns gefallen hat? Um ehrlich zu sein, ich bin begeistert und das kommt echt nicht häufig vor. Das freut mich natürlich sehr, Herr Scheck. Kann ich Ihnen noch irgendwie anders behilflich sein? Wenn Sie mich so fragen, ich habe schon die ganze Zeit überlegt, wie soll das überhaupt funktionieren, so eine alte Schule und dann doch modern zu sein? Ja, in der Tat. Wir sind im Jahre 1546 schon gegründet worden. Das sind nahezu 500 Jahre Schulgeschichte. Unsere Schule ist in einem historischen Gebäude untergebracht. Und doch lernen unsere Schüler nicht nur historische Gegenstände. So kann eine Schülerin, ein Schüler morgens Cicero oder Platon lesen und schon 2 Stunden später programmiert er im Informatikunterricht die Bahnen von Flugrobotern. Jetzt verstehe ich. Eine moderne Schule mit Tradition. Mein Gott, Herr Scheck. Besser hätte ich es selbst gar nicht ausdrücken können. Und falls Sie mich fragen sollten, ob das Konzept, eine Schule im Wandel der Zeiten zu gestalten, überhaupt gelingen kann. Am KFG mit unserer Schulgeschichte, Herr Scheck, kann ich Ihnen sagen, ich habe genau 474 gute Gründe dafür. 474 gute Gründe. Das schreibe ich rein. Das ist gut. Gib den Ganzen noch so ein bisschen. Herein. Na, wen haben wir denn da? Sind Sie zurück? Hat es Spaß gemacht? Es wird doch nicht etwa langweilig gewesen sein. Machen Sie sich da mal keine Sorgen. Haben Sie auch den Bericht oder muss ich wie üblich darauf warten? Hier ist er. Sie haben ja so gute Laune, Herr Scheck. Sonst sind Sie doch immer so ein Miesepeter. Haben Sie eine besondere Schule gehabt? Und was für eine? Na, dann erzählen Sie mal. Setzen Sie sich. Also. Schüler zugewandt, klassische Bildung, künstlerisch, gut.